das hier, hingehen, schon tot. Naja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Echo of Soul. Mein Name ist Sunil P. Und in der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen einfach damit beschäftigt, was für ein Skill wir wählen, was für ein Skill ich wählen werde. Und außerdem war cool, es kam jemand vorbei, der hat mir meine ganzen Seelen, nein, nicht alle, nur die 26, die er anscheinend hatte. Ich dachte, das waren alle, ne, sind nicht alle, aber die, wir haben halt Seelen ein bisschen durcheinander getauscht hier. Und ich habe mir mal angeguckt, entweder mache ich Gift oder ich mache kritische Trefferschaden. Und ich nehme jetzt den Assassinen auf jeden Fall, in dem Let's Play. Ich werde mir irgendwann vielleicht mal den Duellanten auch angucken, denn ich muss sagen, das hört sich richtig cool an mit Gift. Aber ich bin jetzt irgendwie der Meinung, dass ich im Nahkampf einfach mal so auseinandergenommen. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Möchte ich das wählen? Ja, leider. So, und jetzt habe ich 0 von 2 oder wie? Das kann sein. So, auf jeden Fall, das hört sich gut an. Crit permanent um 10% erhöht. Ja. Verfügbar ab Level 12. Ah, mit Level 12 bekomme ich den nächsten Punkt. Was hätte ich denn noch wählen können? Also, füge dem Gegner 3 aufeinander folgenden Schläge zu. Also so ein Dreierhieb. So. Das wäre gut gewesen. Was habe ich denn hier noch gekriegt? Das da. Füge dem Ziel Schaden zu. Je mehr LP das Ziel verliert, desto mehr Schaden verursacht dieser Skill. Wie soll ich das verstehen? Hat er denn, also wie viel der verloren hat? Oder wie viel verloren wurde? Ich weiß noch nicht. Fügt dem Ziel Schaden zu. Kann nur auf gezielter Stich folgen. Okay, gezielter Stich. Gewaltiger Hieb. Gezielter Stich, gezielter Stich, gezielter Stich. Das ist der hier, ne? Der da. Ah, okay, also. Bam und dann. Boom. Doppelhieb. Als erstes gucken wir mal hier. Einstellungen, ob man hier die Tasten ändern kann. Denn ich bin immer glücklich, wenn man die Keys ändern kann. Kann man. Zusatzhotkey. 1, 2, 3. Ich weiß, das sieht komisch aus. Die meisten denken sich, was? Wer kommt denn an solche Tasten dran? Ja, ich muss ehrlich sagen, an solche Tasten komme ich dran. Naja, die hinteren sind nicht so wichtig. Denn da komme ich wirklich nicht dran. Wir können ja ab 6, könnte ich ja... Ah, okay, das lassen wir dann lieber. Dann machen wir das so erstmal. Aber auf jeden Fall, die F-Tasten dürfen nicht belegt werden. F ist scheißen Dreck. Naja, vielleicht die ersten 4. 5 meine ich. Doch, die ersten 4, das geht vielleicht noch. Da muss ich noch gucken. Brauche ich im Moment noch nicht. Wichtig ist, dass ich die hier auch schnell genug zur Verfügung habe. Was habe ich denn da? Rückreise. Das lege ich jetzt mal weg, das brauche ich nicht. Hier Essen nehme ich raus, das brauche ich auch noch nicht. Ja, Ausdauer. Naja. Kochen, ich guck mal kurz. Wenn ich hier auf J drücke, kann ich das auch so anwählen, oder? Ja gut, dann brauche ich es nämlich nicht unbedingt da unten in der Leiste. Man hat so wenig Leisten. Das wollte ich außerdem gucken, ob man noch Leisten hinzufügen kann. Tastatur, Spiel, Interface. Ah, wir haben noch rechts 10 zusätzliche Hotkeys. Da kann man was reinziehen, so wie das Tier. Und unser Ally. Ameisi. Zu gut einfach nur. Die packe ich mal nach oben. Und den da unten, den würde ich eh anklicken. Wenn ich den brauche. Rollen, ja, das ist so ein Skill, der stört mich irgendwie. Den werde ich mal da hinlegen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Bei dem Spiel, manche Spiele unterstützen nicht alle Tasten meiner Maus. Das wäre der letzte Zusatz. Ah, da ist noch Standard-Hotkey-Slot. Na egal, erstmal gucken. Der Slot hier, der müsste dann da drauf. Ja genau, das ist das Problem. Der will auch C benutzen. C ist aber nichts in dem Spiel. Das ist gut. Also habe ich jetzt Rollen auf dieser Taste. Gut. Damit haben wir das Ganze schon mal verbessert. Dann möchte ich das Ganze ein bisschen sortieren. Das muss man einfach mal machen. Also der normale Angriffsskill.
den ich immer benutze. Okay. Dann muss ich mal die hier wecken lassen. Gift-Skills. Das Gute bei dem Spiel ist, man steht die meiste Zeit. Also man rennt hier nicht durch die Gegend. Das gibt halt ein Spiel, da musste man sogar noch laufen. Und da konnte ich sogar währenddessen. Mal gucken, geht das hier? Nein. Hier, zum Beispiel hier, wenn ich hier Steuerung halte, kann ich kein WASD mehr laufen. Die Tasten sind also dann blockiert. Nicht schlimm. So, Wuchtschlitzer ist einfach die stärkere Variante, die man einfach immer benutzt. Genau wie die. Gezielter Stich. Der ist ja noch schneller fertig. Warum ist der hier so scheiße dann? Den mache ich mal auf 1. Den ich ja dann nur jede 10 Sekunden machen muss. Den, da kommt ja noch einer dazu. Schlussstrich. Ja, der ist... Muss ich mal später gucken, ob der noch mehr Schaden macht. Wenn der Gegner weniger Leben hat. Oder ob der mehr Schaden macht, wenn er mehr Schaden macht. Was irgendwie seltsam wäre. Das wird sich ja doppelt verstärken. So, Giftklinge. Müsste eigentlich so Standard sein. Einmal das für Wald. Greift das Ziel an. Fügt ihm verursacht zusätzlich 16 Sekunden lang alle 2 Sekunden Dot in Höhe von 0,4% deines Angriffs. Ah. Ah, brutal ist das. So. Das wird unterbrochen. Man hat so wenig, ich finde, man muss hier noch mehr Slots haben. Theoretisch. Charakter? Ne. Für 3 kommt auf jeden Fall noch ein Skill, der Nachfolgeskill ist. Das weiß ich jetzt schon, da muss ich mich schon mal dran gewöhnen. Sprich mit da lang. Ach, ausweichen funktioniert. Wollen wir eben das Tier rufen und dann geht's weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Pfad der Assassinen gewählt. 1, da unten ist irgendwas. Mädchenleiche. Warum sollte ich denn die Leiche schänden? Haha, der war gut, ne? Oder auch nicht? Das war ja auch nicht, glaube ich, gedacht von denen. So, ich hau aber ab. Da ist wieder was, was wir ernten können. Und dann sind wir schon fertig hier in dem Gebiet und gehen schon weiter. Das ist, geht schön schnell. Wir gucken auf M. Ach so, das sind die Quest-Locations. Wow, was ist denn jetzt so? Ich weiß trotzdem noch nicht genau, was mir die Karte sagen soll. Erstmal gehen wir hier wieder zum Memorwald. Mal wieder. Zum nächsten Gebiet. Da ist wieder was zum Ernten. Da noch was zum Ernten. Jetzt komm, ich brauche was Richtige. Ich habe noch so viel Scheiße. Ah, übrigens habe ich die 10er Belohnungskiste. Weil ich Level 10 geworden bin, habe ich das hier gekriegt. Enthält 3 Njörd-Segen und 3 Edun-Segen. Und dann? Ach, hätte ich das nicht auch... Noch mehr Slots, die man verbraucht. Oh, oh, oh. What the fuck? Assassine, Abenteurer-Dolche. Geil. Okay, für Extraktion benötigt Assassine, Abenteuer-Dolche, Seelen. Entzug benötigt Skill-Level des Spiritisten. 49 müsste ich haben, habe ich nicht. Ist nicht schlimm. Shift rechtsklick, um Edelsteine zu sorgen. Steuerung rechtsklick, um zu tauschen. Noch nicht identifiziert. Okay, dann erstmal identifizieren. Item appraisal complete. Mal gucken. Ach, guck mal, die Waffen haben da schon... Na gut, die haben alle ein bisschen Style, aber der hat auch schon Style jetzt hier. Ach, man kann sogar so laufen. Ach, dann brauche ich ja gar nicht mehr so viel Mühe machen. Aber der hat mich gerade auf eine Idee gebracht, und zwar... J, Seelenentzug... Geht nicht. Gut, dass wir darüber geredet haben.
Weitläuferin bin ich nicht. Oh. Gutes Ding. Anziehen. Beinkleider, Helme, Schuhwerk. Wir haben nichts für das Gute, also nichts Supermäßiges da drin. Und die hier, 2 Stunden erhöht die Verteidigung. 2 Stunden Angriff erhöhen. Wir gucken mal jetzt hier, wenn ich das Ding hole. Wow. Habe ich hier wenig Slots. Level 10. Naja, das wollte ich jetzt benutzen. Lass mich das benutzen, dann bleibt ja 15 Minuten stehen. Ach du Scheiße. Du ahnst es nicht, wann? Level 15. Okay, das packen wir erstmal da weg dann. Level 15 muss ich mich daran erinnern. Normale Tasche. Ah, das ist super. Ach, das ist gut. Das ist super. Was ist das? Regeneriert Leben. Okay, das ist wieder Lebensregeneration. Zutaten für Alchemisten packe ich erstmal weg. Obwohl, ob ich die verkaufe? Ich kann die nicht gebrauchen. Unverkäuflich. Ne, das ist ja auch für die Quest. Genau wie das. Aber das hier. Und das. Und die werde ich auch nicht benutzen, sehr wahrscheinlich. Noch nicht. So, packen wir mal hier hin erstmal. Die kann man auf jeden Fall zum Heilen benutzen. Hier unten. Naja, ich denke mal, der nimmt schon mich. Wäre auch traurig, wenn nicht. Da nochmal Sachen. Was ist das? Über 6 Sekunden. Ah, das ist auch so ein Regenerationsscheiß. Nochmal Regenerationsscheiß. Boah, ist da viel von drin. Schon voll, nein! Naja. Dann packe ich das lieber hier rein. Unverkäuflich. Also Questzeug. Das muss ich auch verkaufen übrigens. Ah, das kann man nicht verkaufen, also weg damit. Item destroyed. Ich hoffe, dass das eine noch zählt. So, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Okay. Packen wir mal weg. Wenn ich das benutze, nehme ich die hier. Beziehungsweise die, ne, sind das jetzt. Regeneriert sofort. Und das längere Zeit. Ach, ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Tranktyp. Muss reichen erstmal. Ich muss mal kurz gucken, welcher war das? Der hier? Ich glaube ja, ne? Jetzt weiß ich zumindest, warum ich den da unten drin hatte. Das war doch der, der so hinjumpt, so wum, das muss ich mir merken. You're not allowed in here. Doch, ich bin erlaubt, hier hinzukommen. Da bin ich nämlich. So, was brauchen die? Da, die kaputten Kisten. Ja klar, habe ich auch gerade gedacht. Wupp. Und dann nicht. Wie jetzt? War das nicht 2 Quests? Wir müssen schon wieder weiter. Also man läuft schon ziemlich schnell, sage ich mal, hier durch die Welt, durch die Welten. Oh, Ladebildschirm. Das war's damit. Sehr schön. Ein kurzer Ladebildschirm. Da sind 2 Quests. How about some last minute supplies? Hello. Call me if you ever need something. Gut, hier. Ne, das nicht. Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Das. Die verkaufen wir auch einfach, weil wir was können. Ungeschliffenes Brett. Ja, das ist Questzeugs. Brauchen wir auch nicht. Ach, die packen wir auch weg erstmal. Es reicht ja, wenn ich mich überhaupt zwischendurch mal heilen kann. Der möchte läutern. Machen wir das. Gerne doch. Die hier könnte ich verkaufen. Machen wir erstmal nicht.
Wir wollen nicht unser ganzes Inventar leer räumen hier. So, und das ist Runenkiste. Eine Rune. Kann in Waffen gesockelt. Ah, da können wir was in Waffen sockeln. So, da muss ich erstmal nochmal P drücken. Und hier und Shift rechtsklick. Geht das? Das ist aber eine Rune. Das ist kein... Stand da ein Edelstein. Da steht gar nichts, ne? Vorsichtshalber. Um Edelstein zu sockeln. Das ist aber... Ja, ich glaube, das klappt nicht. Das geht hier nicht. Der braucht... Doch, Rune einsetzbar stand da. Huiuiuiuiui. Ich weiß noch nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Werde ich angegriffen oder so? Nee, ne? Ausgewählte Rune. Waffen oder Zubehör zum Verstärken aus seiner Tasche einsetzen. Ah, ich glaube, das liegt daran. Die ist ausgerüstet. Nochmal. So. So. Das ist eine Rune Level 2. Ändert sich da was? Da. Wasserangriff. Achso, damit mache ich Elemente. Das macht keinen Sinn, ne? Obwohl, Feuerschaden. Wie geil wäre denn einfach mal Feuerschaden zu machen? Wir machen einfach mal. Kann ja nur Scheiße sein und wenn Scheiße ist, ist egal. Jetzt gucken wir mal, ob wir Feuerschaden machen. Da, den müssen wir eh besiegen. Ups. Der war tot. Aber auch nur, weil ich da diesen High-End Attack gemacht habe. Also nochmal, ich muss erstmal gucken, ich habe die jetzt geändert. Das ist also der Tod. Für jeden. Und das ist der Tod für allen. Nicht nur für jeden, sondern für allen, die es gibt. Hier ernten wir nochmal. Ich denke mal, die Quest schaffen wir noch schnell, bevor die Folge endet. Ich weiß. Immer daran zu erinnern, dass die Folge endet, ist schon scheiße genug. Aber da müssen wir durch. Und wie gesagt, das schaffen wir noch, schaffen wir. Haben wir geschafft. Das hier. Hingehen. Schon tot. Naja. Also der macht Schaden, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Doch, das seht ihr ja. Und. Kritisch, kritisch. Boah. Ich habe doch nur 10% mehr kritische Trefferchance gehabt. Und nicht 100 oder so. Und entfernt. Och Mann, ey, wenn ich das schon sehe, wenn das auch so geil im PvP ist. Na gut, das fände ich unfair für alle anderen Klassen, aber von mir aus. Und der tut weh, der Schlag. Der macht auch 168% Schaden. So, ich würde sagen, hier mache ich erstmal Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Echo of Soul. Ciao.